Die Bundeswehr hatte in großem Umfang Munition für den Kampfpanzer Leopard 2 beim Rüstungskonzern Rheinmetall bestellt. Ein bestehender Rahmenvertrag sei auf ein Volumen von rund 4 Milliarden Euro ausgeweitet worden, teilte Rheinmetall am Donnerstag mit. Der bisherige Rahmenvertrag hatte nach Angaben von Rheinmetall ein Gesamtvolumen von bis zu 556 Millionen Euro. Bis Ende 2030 erhalte die Bundeswehr somit mehrere hunderttausend Gefechts- und Übungspatronen. Mit der Bestellung wolle die Bundeswehr Lücken in ihren Beständen schließen und ihre Munitionsvorräte angesichts der sicherheitspolitischen Lage insgesamt erhöhen, hieß es weiter. Die Bundesregierung hatte sich im Januar bereit erklärt, der Ukraine Leopard 2 Panzer zu liefern und ermöglichte auch anderen Ländern, diese Panzer zu schicken. Rheinmetall hatte erst kürzlich einen Milliardenauftrag von der Bundeswehr und den niederländischen Streitkräften zur Lieferung von insgesamt mehr als 3000 Luftlandefahrzeugen erhalten.